Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir stehen heute auf der Karte Ruhrau und wir werden uns heute einen neuen Bus anschauen, der im Rahmen des Adventskalenders am 24.12. diesen Jahres erschienen ist. Und ich bin schon richtig auf dieses Fahrzeug gespannt. Ich habe es mir schon einmal ein bisschen angeschaut und ich möchte euch das jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir hier denn jetzt so Schickes bekommen haben. Es handelt sich hierbei um einen Citaro LÜ aus der ersten Citaro-Generation, wie man sicherlich hier noch relativ gut erkennen kann. Zum einen an der Front hier, dann hier hinten. Und es ist nicht nur das, sondern es ist auch ein ziemlich spezieller LÜ, denn wir haben hier eine, finde ich, sehr interessante Türanordnung. Wir haben hier vorne einmal eine doppelflügelige Innenschwenktür, dann haben wir hier eine Außenschiebetür. Und ganz hinten eine einflügelige Außenschiebetür. Und sowas habe ich tatsächlich beim Citaro noch nie gesehen. Also das scheint auf jeden Fall nicht so weit verbreitet zu sein. Aber es gibt es. Und dieses Fahrzeug, das existiert in Wirklichkeit tatsächlich auch genau so. Da gab es sogar ein Video, was da mit geliefert wurde. Und da hat man das dann alles schön sehen können. Setzen wir uns einmal in den Wagen rein. Da sehen wir halt das typische Citaro-Innere. Also wir haben hier eine schöne Decke von der ersten Generation. Wir haben hier die Überlandsitze, eine normale Innenanzeige, also eine einzeilige LED-Innenanzeige. Und dann hier hinten noch so ein Multifunktionsbereich, kann man eigentlich schon fast sagen. Naja, nicht ganz, aber auf jeden Fall ein bisschen anderer Bereich. Und dann haben wir hier auch noch eine Tür und ein einzelner Sitz neben dem Motorblock. Ja, so sieht das hier innen aus. Und habe ich jetzt schon... Ich dachte gerade, das würde hier schon... Ich glaube, das wird hier gerade schwarz, die Texturen. Naja, egal. Setzen wir uns rein. Wir sitzen ja nicht da hinten. Und wir fahren heute einfach mal auf Ruhrau die Linie 180 in Richtung Alter Bahnhof. In, ja, wie heißt denn der Ort nochmal? Genau, Kirchdorf heißt der. 180, wollen wir mal schildern. Also wir haben hier vorne tatsächlich die iBox drinne. Und das Ganze basiert auf dem Morphe Soundpack in der Version 5.1 müsste das sein. Das heißt, wir haben hier das typische Solaris Urbino Dashboard. Natürlich halt angepasst an Mercedes. Und alle anderen Feinheiten so aus dem Pack. Und natürlich den Sound. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, schauen wir mal eben. Kirchdorf. Ah, funktioniert. Und dann haben wir hier eine weiße, ich würde sagen, LED-Matrix müsste das eigentlich sein. Sieht auch ganz hübsch aus. Ja, und das ist jetzt hier auch tatsächlich hier die Vorlage-Repaint. Also, so existiert der Bus in Realität. Ich habe jetzt leider noch kein anderes Repaint gefunden. Also zumindest nicht für Ruhrau, leider. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal mit dem Original. Aber das macht ja nichts. Und hier sind auch ein paar kleinere Fehler, die bei dem Bus im Laufe der Jahre auch aufgetreten sind, nochmal ja, mit abgebildet. Wir haben hier zum Beispiel die Linienmatrix, die hier nicht funktioniert. Dann wird das hier alles auf der Matrix angezeigt. Und ich glaube, der Drehzahlmesser hier, der funktioniert auch nicht. Genau, der sollte nicht funktionieren, weil das im Vorbildfahrzeug ebenso der Fall ist. Aber wir haben hier ein Drehzahlmesser und das ist ja auch schon mal was. So, unser Vorratsdruck ist noch ein bisschen zu gering. Achso, wir haben hier eine schöne rote Innenanzeige. Ich finde ja die immer irgendwie ein bisschen viel schöner als die LCD-Innenanzeige, genau. Aber das nur mal eben so am Rande. So, wir müssen hier eigentlich mal eben kurz ein bisschen Druckluft aufbauen. Wir sehen das hier auch schön, dass die Türtaster hier so schön blinken. Meine Güte, das hat aber lange gedauert, bis das Wort da war. Ja, ich bin noch nicht so ganz wieder auf der Höhe. Weihnachten war auf jeden Fall anstrengend. Viel zu viel Essen. Also deswegen, ich bin immer noch so ein bisschen müde von den Tagen. Ich nehme das jetzt tatsächlich schon nach Weihnachten auf. Und ich bin natürlich auch nochmal, also gespannt, wie sich das Fahrzeug jetzt hier mal mit der Maussteuerung verhält. Ich habe es, glaube ich, ich habe eine Runde schon so gedreht, wie ich sonst immer fahren würde. Und da hat sich das eigentlich wirklich sehr gut fahren lassen. So, habe ich jetzt... Warum fährst du denn nicht? Ich habe doch hier eigentlich... Naja. Einen Versuch machen wir hier noch. Jetzt müsstest du losfahren. Oder auch nicht. Ach, jetzt. Oder braucht ein bisschen. Okay. Da müssen wir jetzt einmal eben kurz gucken, an welcher Haltestelle wir hier halten. Das wird mir hier nämlich noch nicht angezeigt. Ich muss mal eben... Wir halten...
Ich glaube, wir haben orange Hilfspfeile, wenn ich mich nicht ganz täusche. Och, wow. Gleich an die beste Haltestelle müssen wir ranfahren. Okay, machen wir. Also mit den 15 Metern, ich bin gespannt, wie das jetzt hier auf Ruhrau laufen wird. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das nicht ein bisschen eng werden könnte. Aber das werden wir dann sehen. Also 15 Meter, die merkt man schon. Dass man die hinter sich auf jeden Fall herzieht. Und ich glaube, wir sind schon ein bisschen... Ja, wir sind genau pünktlich. Das ist schon mal gut. Also habe ich alles ganz gut abgetimt. Eine Fahrkarte für Innenstadt, bitte. Das war jetzt nicht unbedingt so geplant, dass der Bus erst nicht losfahren wollte. Ach, ist anscheinend kalt hier drinne. So. Achso, und hier natürlich auch noch eine etwas andere Kasse haben wir hier. Aber ansonsten typischer Citaro, der übrigens eigentlich echt schön gemacht ist. Also ich kann mich da nicht beschweren und mit sowas hat man tatsächlich gar nicht gerechnet, weil es ist ja schon so ein, man kann schon sagen, ein Exot mit der Türanordnung und allgemein mit der Konfiguration. Das ist nicht schlecht. Also es ist schon, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. Und es ist halt auch wirklich echt gut gemacht. Und dieses Jahr waren, glaube ich, zwei Busse und was war das andere noch? Genau, ein Drucker war noch mit drinne im Adventskalender am 24. Der andere Bus, den werde ich natürlich auch nochmal irgendwann fahren, das ist ein Citaro KÜ, also Facelift KÜ. Das ist ein wahrer Exot, weil der existiert in dieser Konfiguration tatsächlich nur dreimal in der ganzen Welt. Aber das erzähle ich dann alles in dem Video. Heute geht es hier um den Bus und so ein bisschen auch wieder hier um die Karte. Obwohl die Karte sollte ja eigentlich schon relativ bekannt sein. Ach schön, wir haben hier die DB-Ansagen, nicht die von Ruhrau direkt. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, wo wir hier genau langfahren. Ich bin eigentlich immer ganz gerne Ruhrau gefahren. Aber die Linien habe ich halt noch nicht im Kopf, muss man dazu sagen. Also ich weiß nur, es gibt hier einen Ort, wo das ein bisschen brenzlig werden könnte mit dem 15-Meter-Bus, aber das werden wir dann sehen, ob das dann der Fall ist. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen hier durch die Innenstadt, durch die schöne Innenstadt. Oh nee, da steht ein Bus an unserer Haltestelle. Da müssten wir... Wir könnten da, glaube ich, halten. Wow, Dom. Wir sind an der, am Rathaus an der Kreisverwaltung. Ich glaube, da hat unsere iBox ein bisschen was übersprungen. Das kann man aber hier... Genau, nochmal wieder zurückdrücken. Aber ich muss sagen, ich bin von der iBox nicht der größte Fan, weil ich finde, das Skript ist immer noch so ein bisschen verbuggt. In in einigen Situationen. Da bin ich noch nicht so der Fan von. An sich, schöner Drucker und so. Ich mag die Texturen vor allem, die sehen so, ja, sind so schön bunt. Aber ansonsten bin ich nicht so der Fan von. Da gibt es Drucker, die ich irgendwie ein bisschen besser finde noch. Und, ja... Also ich weiß gar nicht was, also dieser Drucker aus dem Solaris Urbino Stadtbusfamilie Addon, das ist eigentlich somit einer meiner Lieblingsdrucker da. Nächste Haltestelle, Ruhrau Rathaus. Ich habe echt Angst hier irgendwie was mitzunehmen, das ist nicht so, eine angenehme Angst, hier so permanent damit herumfahren zu müssen, weil das Heck schwenkt halt schon extrem aus, das muss man dazu sagen, das haben halt 15 Meter Busse so an sich, aber ich weiß jetzt, was ich mir hier angetan habe. In der Stadt geht's ja noch, da sind jetzt noch nicht so viele enge Stellen, aber auf dem Land habe ich Angst. Weil wie gesagt, da gibt's so eine Stelle, da kann das brenzlig werden. Genau, und um auf die Drucker zurückzukommen, ich glaube der Drucker, der im Adventskalender mitgeliefert wurde, das ist ein... Achso, ein kleiner Tipp, falls die Heizung funktioniert, haben Sie es schon mal mit Ein- und wieder ausschalten? Ein- und wieder ausschalten, ja genau. Vielen Dank für diesen Tipp, du berühmter Let's Player. Danke. So, machen wir mal hier die Heizung an. Das Heizungspanel ist auch ein bisschen anders, als man es vielleicht kennen mag. Achso, Haltestellenbremse sollte man natürlich auch rausnehmen. Aber nee, also der Drucker, der mitgeliefert wurde, das ist glaube ich ein... Oh, das ist jetzt doof, das habe ich mir nicht gemerkt. Das könnte ein Kraut... Drucker oder so ähnlich gewesen sein. Heißen die so? Ich weiß es nicht genau. Also da müsst ihr selber nochmal nachschauen. Die ganzen Sachen sind ja zum Glück noch verfügbar. Einfach mal in die Webdisk reinschauen. Da findet ihr das dann. Sollte nicht allzu schwierig zu finden sein.
Aber naja, auf jeden Fall zwei Busse, ein Drucker mit Einbauanleitung, das ist schon echt ordentlich. Und vor allem, ja gut, es sind Varianten vom Citaro, aber es sind spezielle Varianten und richtig gut gemachte Varianten, finde ich auch. Der andere Bus, der hat tatsächlich dann auch den Drucker aus dem Urbino, nicht hier die iBox, das finde ich auch ganz gut. Oder hat der? Doch, müsste er. Kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade wieder, dass ich hier so ein bisschen durcheinander bin. Naja, egal. Ich bin halt, wie gesagt, von den letzten Tagen noch so ein bisschen durcheinander und ich muss mein Mikrofon mal ein bisschen höher machen. Das kann jetzt komisch klingen. So, ich hoffe mal, das ist besser. Wir können ja mal einen Blick auf den Fahrschein, nicht auf den Fahrschein, auf den Fahrplan werfen. Wir fahren über Heiligenfeld-Dorfplatz am Freistein. Nee, ich glaube, das ist nicht dieses fiese Kaff. Das heißt, glaube ich, Wimbach. Also, sofern wir nicht über Wimbach fahren, sollte das alles kein Problem sein. Das ist ein bisschen eng. Aber dann ist noch irgendwie so eine spezielle Kurklinik oder so ähnlich. Wenn die nicht auf dem Fahrplan steht, dann fahren wir da auch nicht lang. Rathausgalerie. Ich muss übrigens nochmal muss den Facelift nochmal komplett neu installieren. So, wir können jetzt hier hinten nochmal sehen, hier geht die Tür auf. Die geht völlig automatisch auf, da ist dann auch so ein Türtaster, den man noch drücken kann. So, Fahrschein. Danke. Bitte. Achso, das habe ich hier schon zugemacht. Hallo. Hallo. Einmal normal. Guten Tag. Einmal normal. Naja, auf jeden Fall, Danke. Das macht sich halt alles selber da auf. Wo war ich stehen geblieben? Mann, diese ganzen Fahrscheine, die bringen mich hier durcheinander. Da kann man sich ja gar nicht konzentrieren, wenn man mal irgendwie was erzählen möchte. Ich wollte noch was zu der Türkonfiguration sagen. Wir haben ja hier bei mir in der Nähe, wo ich wohne, da fahren ja auch noch einige Setra S319 NF herum. Die haben tatsächlich auch so eine Türanordnung, sind halt nur alles, Außenschwenktüren. Wir haben dann halt auch vorne eine einflügelige Außenschwenktür und ansonsten halt genau diese Anordnung. Also von daher kannte ich das schon, aber ich wusste noch nicht, dass es auch bei Mercedes bestellbar war. Also vor allem beim Citaro LÜ, der ja allgemein auch nicht so weit verbreitet war. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Allgemein, Citaros hier oben waren eigentlich bis vor so, ja, 6, 7 Jahren kaum verbreitet. Also hier auf dem Dorf. Bis dahin war Setra eigentlich so am meisten verbreitet. Ach nee, ich erzähl Quatsch. Es war schon vor 12 Jahren. Da gab es hier schon Citaros. Aber die fuhren hier nicht rum, die fuhren alle so in den Städten herum. Oh, eine Polizei. Okay, wir dürfen da gleich an dem Bussteig ganz hinten halten. Also einmal fahren wir hier eine komplette Runde herum. Ich finde ja hier den Busbahnhof hier beim Hauptbahnhof echt noch extrem cool gemacht. Ach, es macht immer Spaß, diese Karte zu fahren. Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. Ich ärgere mich da auch immer so ein bisschen, dass ich die Karte nicht so häufig fahre. Ja, ich weiß aber auch, warum ich 15-Meter-Busse nicht so häufig fahre. Ah, diese permanente Angst tut einem nicht gut. Aber definitiv nicht. So, Ruhrau Hauptbahnhof. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen zu früh. Was sagt denn... Na, 3 Minuten glaube ich jetzt nicht, weil der hat ja schon weitergeschaltet. Ah doch. Kommt sogar hin. Krank. Ja, dann könnte man das ja einfach mal versuchen, indem man jetzt nochmal so ein bisschen die Zeit vorspult. In der Hoffnung, dass Omsi dabei erstens nicht abstürzt und zweitens, genau, kein Loading AI dazu kommt. Das finde ich auch ganz gut. So, jetzt habe ich Angst. Okay, hier kommt von rechts eh nichts. Da würde mir nur was von vorne entgegenkommen. Ja, ich will nach da gucken.
das mit dem Sichten durchschalten ist auch immer noch so ungewohnt. Ich fahre ja selber immer ganz gerne Tastatursteuerung. Ich bin da wahrscheinlich auch einer der wenigen, die das wirklich gerne machen. Ich bin es halt gewohnt, deswegen. Und ich mache das dann halt immer so, ich habe halt in der einen, also mit der einen Hand gebe ich dann halt Gas, Bremse, mache Türen auf und alles Mögliche. Mit der anderen Hand, die habe ich dann halt an der Maus und damit bewege ich dann sozusagen meine Sicht herum. Also ich benutze nicht hier die Pfeiltasten, weil ich das irgendwie so ein bisschen, ja, nervig finde. Ich bin dann immer so eingeschränkt auf mehrere Sichtvarianten. Aber mit der Maussteuerung geht das leider ein bisschen schlechter. Da kann man das leider nicht beides gleichzeitig machen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, also die Sicht selber hier so herumbewegen, dann würde auch meine Maussteuerung deaktiviert werden. Das wollen wir auch nicht. Deswegen bin ich da, stelle ich mich da manchmal noch so ein bisschen, ja, ein bisschen unglücklich mit an. Falls es Leute gibt, die sich wundern. Naja, irgendwann wird es auch mal Zeit für ein Lenkrad. Habt bestimmt auch was. Würde ich nur mal eben so sagen. Hat bestimmt auch was mit dem Lenkrad mal zu fahren. So, ich muss mal eben hier. Das will ich hier gerne weghaben. Ich möchte gerne mal die Haltestellen sehen, wo wir dann noch halten müssen. Gut, Bahnhofstraße ist die nächste Haltestelle. Ach ja, das ist ja hier eigentlich einer der Kernbereiche, die schon in der ersten Version da waren. Die Linie war, glaube ich, allgemein schon in der ersten Version da. Ich glaube, die bin ich auch des Öfteren gefahren. Ich glaube, nach Kirchdorf? Ja, doch. Kann sehr gut sein. Einmal Schüler. Ich glaube, das ist nicht ganz zulässig, dass ich das verkaufe, aber okay. Danke. Wir wissen ja, dass es kein Menschenhandel ist. Den Sound muss ich jetzt allerdings nicht unbedingt zeigen, weil den kennt man. Das ist der typische Sound aus dem Morphe Update oder Upgrade, kann man eher sagen. Der sollte eigentlich bekannt sein. Ich weiß jetzt nicht, klingt nach einem ZF auf jeden Fall. Wenn es jetzt Void ist, dann ist es natürlich peinlich für mich, dass ich das nicht unterscheiden kann, weil das kann man eigentlich sehr gut unterscheiden. Vielleicht sollte man den Sound doch noch hören. Nee, es ist ein ZF. 100 Pro. Auf jeden Fall, den Sound, den braucht man eigentlich nicht hören, den kennt man schon, da wurde jetzt nicht viel dran verändert. Es ist halt hauptsächlich hier das Modell und dass man das hier fahren kann. Aber finde ich gut, dass man jetzt auch mal so, ja, Exoten hier in OMSI reinholt. Eine Fahrkarte, bitte. Bringt dann auch nochmal so ein bisschen Abwechslung. Es ist zwar die, keine Ahnung, wie vielte Citaro-Variante, aber das macht nichts, finde ich. Citaros kann man nie genug haben, es sei denn, man mag keine Citaros. Ja, für diese Weisheit dürft ihr mich jetzt auch gerne schlagen. Aber nee, also so Citaros, man könnte ja auch mal irgendwann anfangen, so ein bisschen mehr Varianten von den MRN-Bussen mit reinzubringen. Wobei, da kann man sagen, da arbeitet ja Sobol schon gerade dran, da ist ja auch einiges in Entwicklung. Ich glaube, was habe ich da zuletzt gesehen auf seinem Facebook, auf seiner Facebook-Seite? Ich meine, er arbeitet jetzt auch an Überlandgelenk-Varianten vom MAN. Das freut mich auch, weil das hat bislang zumindest in einer guten Qualität gefehlt. Es gab ja von Mainz diese OEN-Variante, aber die Mainz-Fahrzeuge waren jetzt, ja, vom Modell her, ich glaube, heutzutage würde man die nicht mehr so gerne fahren wollen. Ich bin die damals schon nicht so allzu gerne eine gefahren. Normale Fahrkarte, bitte. Also da hat man sich deutlich weiterentwickelt, was den Modellbau angeht. Aber nee, ansonsten eine Überland-Gelenkbus-Variante gab es eigentlich bislang nicht wirklich. Aber Sobol, der arbeitet da ja in seinem MAN Overhaul Pack wirklich an so vielen verschiedenen Varianten. Auch an fiktiven Varianten, wo wir... Das ist eine ganz, ganz verrückte Variante. Das ist ein Gelenkbus Low Entry Variante. Also eine Gelenkbus Low Entry Variante mit einer einflügigen Tür. Ja, eigentlich ganz hinten am Heck noch irgendwie. Also ungefähr so wie hier bei unserem Bus. Dass da halt noch im Nachläufer genauso eine Tür ist. Ganz verrückt, gibt es auch so nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Gelenkbusse als RE-Variante gibt, weil
Ich meine, das schließt sich... Martigini, das... Besten Dank. Also das schließt sich jetzt, glaube ich, nicht komplett aus, aber der Sinn dahinter fehlt, glaube ich, ein bisschen. Naja. Oder was auch mal ganz cool wäre, wäre so ein, die fahren jetzt bei uns mittlerweile herum, so ein Iveco Crossway 15 Meter Variante. Ja, das wäre auch was. Also wir haben ja schon den Crossway LE, aber die 15 Meter Variante davon, na, das hätte auch was, denke ich mal. Weil ich weiß auch nicht, warum die hier bei uns jetzt auf die Idee gekommen sind, sich einfach mal solche Wagen hier zu besorgen, weil Iveco ist jetzt ja, glaube ich, es gibt wenig Leute, die die wirklich mögen. Habe ich zumindest immer mal so mitbekommen, so nebenbei. Ich finde die gar nicht mal so schlecht, aber ich muss auch sagen, ich habe noch nie in einem Iveco gesessen. Das ist halt auch noch die Sache. Ich hatte irgendwie immer Pech. Immer wenn ich irgendwie Bus gefahren bin, dann waren die nicht im Einsatz. Danke. Aber naja, muss dann ja wahrscheinlich auch nicht sein. Also mir wurde gesagt, dass ich nicht so viel verpasst habe. Aber es soll schlimmer gehen. Ich glaube, VDL soll noch schlimmer sein. So was die allgemeine Meinung so angeht. Aber ich halte mich da eigentlich außen vor. Es gibt wenig Busse, die ich wirklich absolut nicht mag. Ich muss selber mal überlegen, was mochte ich denn gar nicht? Also da war bestimmt irgendwas. Also ich fand jetzt so die, ich glaube in Mainz war das, da bin ich mal mit einem Volvo 7700 Gelenkbus oder so ähnlich gefahren. Das waren, naja, die waren nicht so toll. Die waren erstens fürchterlich laut und zweitens auch nicht gerade bequem. Es waren halt welche von einem Subunternehmer, aber trotzdem, war nichts so wirklich Tolles. Ich glaube, in Potsdam bin ich auch mal mit so einem Volvo gefahren. Die hatten, glaube ich, auch Volvos da. Hallo. Aber da bin ich auch das tatsächlich, glaube ich, das einzige Mal, was mir wirklich noch bewusst ist, mit einem Citaro erste Generation gefahren, weil sonst bin ich tatsächlich mit den Citaros aus der ersten Generation nie in Berührung gekommen. Die kenne ich tatsächlich absolut nicht. Bis auf einmal halt diese eine Fahrt in Potsdam. Nächste Haltestelle, Haus Sebling. Aber ansonsten, ja, so das Bekannteste habe ich eigentlich auch alles mitmachen müssen. Also so die bekanntesten Fahrzeuge. Ah, jetzt kommen wir in den Überlandbereich. Da fühlt sich der Bus hier auch, denke ich mal, schon viel heimischer. So in seiner vertrauten Umgebung, wo er nicht irgendwie... Ja, in der Stadt ist er eigentlich... In die Stadt passt er ja auch noch so ein bisschen, aber ist es halt ein Überlandbus. Hat ja auch Podeste. Ich muss mir übrigens auch mal irgendwie eine Strecke raussuchen, wo ich den Facelift KÜ fahren kann, weil irgendwo, wo nicht so viel los ist, wo dann halt auch so ein kurzer Bus irgendwie, ja, Sinn ergibt. Aber ich glaube, viel gibt es da nicht, was da jetzt gerade so passen würde und was ich vor allem auch noch nicht gezeigt habe. Ach, bestimmt. Ah, doch. Ich glaube, ich habe da was. Die Sache ist ja auch da, das Modell, das ist ja kein richtiger Überlandwagen, weil da fehlen die Podeste. Weil der halt mit Podesten nicht angeboten wurde. Aber er hat halt Überlandsitze. Ja, jetzt erzähle ich schon alles von einem Bus, den wir hier noch gar nicht vor uns haben. Aber das ist so. Das ist so. Aber jetzt ist auch Weihnachten vorüber. Silvester steht noch an. Okay, ich weiß jetzt nicht, wenn dieses Video hier hochgeladen wurde, ob Silvester dann noch ansteht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Weil ich weiß jetzt nicht, wann ich das hochladen Hallo. Werde. Ich habe noch ein Hallo. Anderes Video auf Lager. Aber ich meine, das wird erst... Ja, das schiebe ich so weit nach hinten, bis ich hier erstmal alles andere vorgestellt habe. Aber es ist schon mal gut zu haben, auf jeden Fall. Und was mir übrigens jetzt auch letztens erst bewusst geworden ist, auf vielen Karten hat man ja hier solche Stellen, wie hier vorne, wo dann einfach mal so ein Asphaltstück nochmal darüber geklatscht wurde. Ich konnte damit früher nie was anfangen, weil ich keine Ahnung hatte, warum das so ist. Und ich habe einfach nur gedacht, dass das extrem schlechter Mapbau oder so wäre, weil ich fand das auch immer extrem nervig. Aber seitdem ich Auto fahre, weiß ich, was das ist. Seitdem die Straßen hier genauso schlecht sind und die niemand reparieren möchte, weiß ich das genauso.
Es sind einfach nur so provisorische Versuche, die Straße irgendwie so ein bisschen zu retten. Das haben die nämlich jetzt bei uns auch gemacht. Die haben, also wir, ich komme ja so aus dem Moor hier, kann man schon fast sagen. Da lebt die Straße eigentlich. Also die ist ziemlich aktiv, bewegt sich gerne, formt dann halt immer so ein paar Löcher. Und das haben die jetzt letztens erst ausgebessert und das merkt man jetzt. Also teilweise ist es nicht so heftig, aber teilweise, ja, das ist wirklich so, als ob man da einfach nur so ein Stück Asphalt einfach erhöht drüber gepackt hätte. Also von daher, ich werde mich über sowas nicht nochmal beschweren. Also das kannte ich aber halt vorher noch nicht, weil als Beifahrer habe ich da entweder nicht drauf geachtet oder das haben die einfach zu der Zeit noch nicht gemacht, weil die Straßen da noch einigermaßen in Ordnung waren. Aber jetzt mittlerweile, ja. Mittlerweile weiß ich das, was das ist. Aber es gibt so andere Sachen, bei denen man als Beifahrer schon so ein bisschen mehr drauf achtet. Allgemein, ja, als Beifahrer ist man bestimmt immer so ein bisschen, gefühlt so ein bisschen vorsichtiger. Und es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene Varianten von Beifahrern. Erstmal die Beifahrer, die pausenlos am Quatschen sind und bei der kleinsten Gelegenheit dann schon anfangen, irgendwie Angst zu bekommen oder Panik zu bekommen. Und dann die Beifahrer, die eigentlich relativ ruhig sind. Und nochmal eine andere Art von Beifahrern, die ganze Zeit quasi sind, die aber nichts mit dem Verkehr irgendwie zu tun haben. Also, die sich nicht darüber aufregen. Nächste Haltestelle, Heiligenfeld, Dorfplatz. Ich glaube, ich bin eigentlich so der, der die ganze Zeit labert. Aber selten irgendwie was zum Verkehr sagt. Ich glaube, das mit dem Labern, das habe ich auch einfach hier so als Let's Player im Blut. Das muss ich machen. Das passt einfach nur dazu. So, ich bin jetzt gerade auf einen Knopf gekommen. Ich hoffe mal, dass ich nicht... Nein, das ist nicht mein... das ist nicht mein Aufnahme-Stopp-Knopf. Ich weiß immer noch nicht, welcher Knopf das ist, beziehungsweise ob der überhaupt existiert. Deswegen, wenn ich irgendeinen Knopf drücke, der nichts mit OMSI zu tun hat, dann gucke ich immer noch mal nach. Nicht, dass ich dann merke, dass ich dann irgendwann einfach so... Ja, dass sie... Aufnahme irgendwann einfach mal aufgehört hat. Das muss ja auch nicht sein. Okay, die Kreuzung stelle ich mir echt fies vor, wenn da jetzt noch irgendwie... Erstens, wenn wir hier rechts abbiegen müssten und zweitens, wenn da noch ein Auto stehen würde. Ich glaube, hier nach links geht das, wenn der LKW da wegfährt. Dankeschön, LKW. Das, ich hab's erst nicht kommen sehen, weil eigentlich sah das erst noch so aus, als ob der, ach komm, jetzt ist der auch noch kaputt, oh Mann, erst habe ich noch gedacht, dass es alles so ginge, weil das sah erst noch so aus, als ob der eigentlich hier vorbei passen würde, ja, war nicht so. Okay, ich habe erstmal die Kollision ausgestellt, damit wir da wegkommen, weil der hat sich da sicherlich festgefahren. Es hat im Spiegel hat's gepasst, aber irgendeine Kollision war da nicht so ganz in Ordnung. Aber der ist da auch echt schnell irgendwie vorbeigefahren, muss man dazu auch mal sagen. Da habe ich mir auch schon so gedacht, uiuiui, der muss aber auf jeden Fall sein Fahrzeug unter Kontrolle haben, um sich das zu erlauben. Mann, da will man einmal so ein Vorstellungsvideo machen und dann macht man sogar vorbildsgemäß die Kollisionen an und dann passiert sowas, wo ich nun wirklich absolut keine Schuld zu habe. Guten Tag, ich bräuchte gerade eine Kurzstrecke, bitte. Ja, eine Kurzstrecke würde ich hier auch tatsächlich empfehlen. Das ist die Empfehlung des Hauses, so ab der drittletzten Haltestelle lohnt sich ein normaler Fahrschein. Nicht wirklich. Eigentlich muss man hier das mit den Türen mal aufs Bild bekommen. Ja, das kriegen wir jetzt nicht hier hin. Mann, aber jetzt mal ernsthaft. Was war das für ein dämlicher LKW-Fahrer? Cool, der denkt sich wahrscheinlich auch, was ist das für ein dämlicher Busfahrer? Ich bin den gerade einfach so reinge... Nein, das ist fies. Das macht man nicht. Nein, der denkt sich wahrscheinlich... Keine Ahnung, was der sich gedacht hat in dem Moment.
Aber naja, an dem Unfall habe ich nicht Schuld. Ja, ich fahre schlecht, ich weiß. Aber es kommt nun mal davon. Wenn man eben einen Unfall gebaut hat, dann will man jetzt auch einfach schnell irgendwo hinfahren, wo... Ja, sagen wir mal, wo man nicht nochmal so einen Unfall baut. Beziehungsweise man will schnell zur Pause oder Feierabend haben. Ich glaube, ich wäre nach einem Unfall auch extrem fertig. Ist mir zum Glück noch nie passiert. Und ich hoffe, das wird mir auch demnächst nicht passieren. So. Hab mal eben Screenshots gemacht. Ich wollte ein Dorf noch auf dem im Hintergrund haben, weil das einfach schön aussieht. Na gut. Ah, und ich glaube, wir sind jetzt hier auch schon im Zieldorf. Ja gut, die wollten wahrscheinlich dann eh nicht mehr weit weiter mit eben in dem anderen Dorf. Die können dann auch eben kurz den Weg hierher laufen. Ist dann nicht mein, ja, ist dann nicht meine Schuld, beziehungsweise nicht mein Pech. Ja, reden sollte man auch können. Nicht noch so ein Kamikaze-LKW-Fahrer. Aber die sind echt schnell unterwegs. Hallo. Dafür, dass hier 30 sind? Oder zumindest dafür, dass es so aussieht, als ob hier 30 wären? Naja. So, du willst hier jetzt nicht rüberlaufen. Das finde ich gut. Dorfstraße. Aber da fehlt eine Haltestelle. Das ist, liegt auch so ein bisschen an dem iBox-Skript. Weil das, glaube ich, auch mit den Haltestellenwürfeln im Zusammenhang funktioniert. Und wenn man dann zum Beispiel das Station-Link-System verwendet und man dann halt noch eine Verbindung vom Terminus-Haltestellenwürfel der vorherigen Route zur Anfangshaltestelle der jetzigen Route nimmt, dann zählt das das halt theoretisch mit, und wenn das dann nicht auch mit da drinne ist, in der Hofdatei, also in der Route in der Hofdatei, dann haben wir hier sozusagen eine Haltestelle zu viel und dann wäre jetzt theoretisch schon die Endhaltestelle. Oder man macht das halt auch mit dem anderen System, aber auf jeden Fall, wenn man noch die Terminus-Haltestelle mit in der ersten Route, in der Route in die Gegenrichtung hat. So, weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist, was ich hier versucht habe zu erzählen. Um Sachen zu erklären, ist es zu spät. Genau. Dafür bin ich jetzt nicht mehr auf der geistigen Tagesform, auf der geistigen Höhe. An diesem Tag. Aber na gut, wir sind jetzt, glaube ich, da. Das müsste hier unsere Endhaltestelle sein und ich biege hier schnell ab, bevor der hier an mir vorbeifährt. Das ist genau so ein LKW, der mich da eben gerade voll mitgenommen hat. Na gut, aber ich würde mal sagen, das war es jetzt hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann auch unversehrt, also ohne solche Kamikaze-LKW-Fahrer. Aber ich denke mal, das wird dann auch so der Fall sein. Und ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.